Sehr geehrte Presse- und Medienvertreter, liebe Sponsoren und Fans, herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum Spiel der Kassel Huskies gegen die Bayreuth Tigers mit dem Endstand 2:3 nach Verlängerung vor 2687 Zuschauern. Ich begrüße hier vorne den Gästecoach Sergej Wasmiller und den Trainer der Kassel Huskies Rico Rossi. Das erste Wort hat wie immer der Gast Sergej Wasmiller, bitte. Ja, hallo, guten Abend. Wir haben gewusst, dass Kassel zu Hause gibt auch Gas. Die haben auch das letzte Spiel gewonnen. Die erste 10-Minuten-Phase war, wo die wirklich, wir sind unter Druck gestanden. Ganz wichtig war, auf die Null zu spielen. Und dann langsam haben wir gesehen, dass das Spiel ausgeglichen war. Und dann mehrere Chancen sogar auch wir teilweise verarbeitet. Und am Ende haben sich auch in der Overtime zum Sieg geführt. Also ich bin heute sehr, sehr glücklich in dem Sinne, dass wir gewonnen haben. Das ist Punkt Nummer 1 und Punkt Nummer 2, wie? Das ist auch spielerisch, war absolut in Ordnung. Da sieht man das steigende Tendenz, die unbemühte Laufbereitschaft und der Kampfgeist und als Team, als geschlossene Mannschaft, Leistung haben wir auch gesehen, der hat uns zum Belohnung die Punkte gegeben. Und darauf müssen wir auch weiter so arbeiten, aufbauen und dann versuchen, das auch in dieser Phase, in dieser Vorbereitung, so sage ich so, des Playdowns. Und wichtig, dass es unser Ziel zu erreichen und Klasse zu halten. Danke. Danke, Sergej Wasmiller. Rico, deine Einschätzung zum Spiel? Ja, Dankeschön, Glückwunsch an Sergej und seine Mannschaft. Ja, es ist ein schweres Spiel für uns. Wir haben gut angefangen. Trotzdem kein Tor geschossen und dann wird es schwer. Immer das lange, dass das bleibt eng für uns im Moment, ist schwer für die Jungs. Wir kommen einfach nicht in unseren normalen Rhythmus. Unser Selbstvertrauen ist weg. Unsere Spielart ist im Moment ganz hektisch, wenn wir nicht gut ins Spiel kommen. Bayreuth hat sehr gut defensiv gestanden. Du hast gemerkt in den letzten Drittel, dass die Mannschaft spielt sehr unsicher, sehr unsicher, mit wenig Selbstvertrauen. Das ist natürlich, das ist eine Phase, wenn man in so lang eine Phase bin, dann kommst du aus ohne Selbstvertrauen. Das ist eine Kopfsache, dass die Jungs müssen sie ausarbeiten. Alle, nicht nur die Jungs, die Trainers müssen es ausarbeiten. Wir müssen aus diesen tief kommen zusammen mit unser Selbstvertrauen. Und der einzige Weg, Selbstvertrauen zu tanken, ist mit Siegs. Leider, das hat nicht geklappt heute. Danke, Rico. Gibt es Fragen der Presse- und Medienvertreter? Rico, haben deine Spieler genug investiert, um heute siegen zu können? Die Frage an Rico Rossi, ob die Spieler genug investiert haben in das Spiel, um hier gewinnen zu können heute. Ich denke, wir konnten sicherlich vor dem Tor ein bisschen mehr machen, aber ganz ehrlich, ich sehe eine Mannschaft, die sehr nervös am Eis ist. Wir spielen vorsichtig, wir spielen mit Entscheidungen, die sind nicht routiniert. Und das hat sicherlich zu tun mit den Ergebnissen von den letzten 4-5 Wochen. Die wissen, was sie können. Wir haben eine gute Zeichnung gesetzt am Freitag und wir haben gehofft, dass wir von diesem guten Spiel aufbauen. Leider, das war nicht der Fall. Gibt es weitere Fragen? Rico, wie ist die Situation mit James Wisniewski jetzt? Die Frage nochmal an Rico Rossi, wie die Situation um James Wisniewski ist. Ja, die James geht zu der Olympiade. Wir wünschen ihm alles Gutes und wir sehen, wie das läuft nach der Olympiade. Warum hat er heute nicht mehr gespielt? Letztes Drittel? Weitere Frage an Rico Rossi, oder warum er nicht weiter gespielt hat? Der hat eine untere Körperverletzung, das er will nicht im Risiko gehen. Gibt es weitere Fragen? Ist Mannheim ein Thema nach wie vor oder nicht? Die Frage, ob Mannheim für James Wisniewski ein Thema ist. Ich glaube, dass du so Mannheim fragst. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Kommen wir zu den Endständen aus den anderen Hallen. Freiburg gegen Bietigheim 2:3. Frankfurt besiegt Ravensburg 4:3, Bad Nauheim Sieg gegen Bad Tölz 6:3, Krimitschau gegen Weißwasser 1:3, Kaufbeuren gegen Heilbronn 3:1 und Riesersee unterliegt Dresden mit 4:5. Als nächstes treten die Huskies am Freitag ab 19.30 Uhr in Kaufbeuren an. Am Sonntag folgt das nächste Heimspiel in der Eissporthalle Kassel, dann trifft Kassel im Hessen-Derby ab 18 Uhr auf Bad Nauheim. Ich bedanke mich für Ihr Kommen.
und wünsche Ihnen und insbesondere dem Gast einen guten Heimweg.